Hallo und willkommen zurück bei On The Table mit einem weiteren Tutorial-Video, beziehungsweise es ist kein richtiges Tutorial-Video, sondern ja, mal wieder so eine kleine Werkzeugvorstellung. Diejenigen, die halt schon irgendwie jetzt mit Gantler und so weiter ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben, also jetzt nicht nur irgendwie out of the box bauen, sondern ihren Modellen irgendwie, ja, Farbe geben wollen, eventuell ein komplett eigenes Farbschema irgendwie geben wollen, die werden hier um solche Kisten hier nicht drumherum kommen, denn wer irgendwie Farbe auf ein Modell bringen will, muss es entweder A pinseln oder B mit Luft draufsprühen. Pinsel ist klar, da gibt's halt solche Sachen. Die tunkt man dann halt einfach in die Farbe und pinselt da fleißig. Funktioniert auch. Viele kriegen damit auch ganz gute Ergebnisse hin. Ich leider nicht. Deswegen ist es halt immer beim Pinseln halt wirklich so, man nimmt einen großen Tropfen und diesen Tropfen verteilt man dann hoffentlich gleichmäßig auf dem Plastikteil. Hat den Nachteil, dass teilweise dann diese Farbschicht etwas dicker ausfällt als eigentlich gewollt oder gedacht. Beim Airbrushen ist es halt eher so, man verteilt viele kleine Tröpfchen, die halt durch den Luftdruck dann entstehen, auf dem Modell. Dadurch wird die Schicht halt dünner. Bei gleichem, mehr oder weniger gleichem Ergebnis, man kann halt, also bei den Airbrushen wird halt nur kein Pinselstrich mehr als sichtbar sein. Deswegen, wer gut pinseln kann, bei dem ist es halt auch der Fall. Aber wer irgendwie damit anfängt, da kann es halt sein, dass dann halt dass man tatsächlich halt noch sieht, wo dann tatsächlich verstreicht worden ist. Beim Airbrush ist es nicht der Fall. Allerdings ist die Anschaffung ein bisschen teurer. Man braucht halt mehrere Dinge. Ich will mich jetzt halt in dem Video erstmal hier um die Kompressoren kümmern und die Airbrush an sich, also die Pistole, dann in der nächsten Folge machen. Wie gesagt, jetzt erstmal hier so Kompressoren. Wer sich irgendwie damit ein bisschen beschäftigen will, sollte sich dann irgendwie mal in Foren erkundigen. Natürlich eher die Suchfunktion benutzen, weil irgendwie Modellbauforen oder Airbrush-Foren, wenn da immer gefragt wird, ja, welchen Kompressor soll ich nehmen, also da gibt es mindestens immer schon 100 Threads davon, und wenn der 101. das dann auch nochmal schreibt, also dann werden auch die ganzen Leute ein bisschen pissig. Wie gesagt, da am besten immer die Suchfunktion nutzen und sich das mal alles so durchlesen. So im Groben gibt es drei unterschiedliche Varianten von Kompressoren. Deswegen, es gibt Membrankompressoren, es gibt Kolbenkompressoren ohne Öl und Kolbenkompressoren mit Öl. Die Funktionsweise an sich kann ich jetzt so absolut gar nicht sagen. Dafür bin ich technisch zu unversiert. Bei den Kolbenkompressoren ist es halt ähnlich im Motor. Da wird halt die Luft halt verdichtet über einen Kolben, der sich da halt im Inneren bewegt. Bei Membran weiß ich es halt nicht, da ist halt irgendwie eine variable Membrane halt drin, die das halt macht. Die Membranteile sind meistens die sehr, sehr günstige Alternative, sind fürs Modellbauen teilweise eher ungeeignet. Das Problem bei den Dingern ist, die sind zwar schön klein und handlich, die kann man zwar überall mit hinnehmen und so weiter, die werden aber extrem warm, weil die halt dauernd laufen. Die haben halt keinen zusätzlichen Lufttank oder sonst irgendwie was. Also die produzieren ständig den Luftdruck. Hat auch zur Folge, dass die es halt die ganze Zeit halt produzieren, dass dann der Druck auch ein bisschen abweichen kann. Also da kann mal plötzlich viel, ein bisschen weniger Luft halt rauskommen. Und wie gesagt, dadurch, dass die halt die ganze Zeit laufen, werden die auch extrem warm, weil die werden nicht gekühlt oder sonst irgendwie was. Deswegen werden sie warm. Und wenn sie halt warm werden, dann schalten die sich irgendwann sicherheitshalber ab.
und dann geht erstmal gar nichts mehr, bis die abgekühlt sind. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man irgendwie mittendrin am Sprayen ist und man hat irgendwie gerade Farbe aufgefüllt und plötzlich geht das Ding aus. Ist halt ein bisschen blöd. Daher für irgendwie einen Anfänger, der vielleicht mal irgendwie ausprobieren will, vielleicht okay, aber ich bin immer noch der Meinung, wer irgendwie tatsächlich ausprobieren will, der sollte sich vielleicht mal einen Shop suchen, irgendwie in der Nähe oder teilweise bieten auch Volkshochschulen irgendwelche Airbrush-Kurse an. Da kann man halt irgendwie probieren oder man fragt jemanden, also wenn man jemanden kennt, der irgendwie eine Airbrush hat, ob man da mal probieren kann. Eventuell halt auch in Foren fragt, ob irgendwie einer in der Nähe vielleicht wohnt, zu dem man halt hinfahren könnte, um es auszuprobieren. Oder man springt halt wirklich ins kalte Wasser, nimmt ein paar Euro mehr in die Hand und kauft sich dann halt irgendwie was Großes. Also von den Membrandingern, da würde ich eher die Hände weglassen. Dann halt eher ja, einen Kolbenkompressor halt nehmen. Die sind, wie gesagt, etwas teurer. Die ohne Öl gehen aber vom Preis her, also da kriegt man einen Kompressor für unter 100, also so um die 80, 90 Euro, dann bekommt man eigentlich schon einen halbwegs guten Kolbenkompressor. Sind, ja, von der Lautstärke her kann ich halt schwer sagen. Laut Herstellerangaben sollen sie noch in einem halbwegs vernünftigen Rahmen halt funktionieren. Irgendwie die meisten geben das irgendwie mit 45 Dezibel an. Dezibelzahlen ist halt immer ein bisschen schwierig, ja, zu entziffern. Also irgendwie, wenn da irgendwie 45 Dezibel dran steht, weiß ich immer noch nicht, wie laut es ist. Deswegen auch hier, wer irgendwie kaufen will, sollte es tatsächlich irgendwie bei einem Fachhändler machen oder Hobbyshops haben Airbrush-Geräte oder halt auch ganz normale Kunstläden, also wir haben, beziehungsweise ich hatte jetzt halt gesehen, wo ich jetzt ein paar Pinsel und Ölfarbe gekauft hatte, die hatten da halt auch ein paar Airbrush-Geräte halt stehen. Da kann man halt mal nachfragen, ob die Dinger mal anschmeißen können, um halt wirklich zu hören, wie laut das ist. Je nach Shop im Internet kann man da auch anrufen und da mal nachfragen. Also ich habe dann auch schon mal gehört, dass halt Leute halt tatsächlich angerufen haben und die haben die dann ja im Prinzip vorgeführt bekommen per Telefon. Also die haben dann halt auch gesagt, ich kann mir mit dieser Dezibelzahl einfach nichts anfangen. Könntet ihr mal anmachen? Ich will mal hören, ob das so passt. Ich wohne hier irgendwie in einem Mietshaus mit dünnen Wänden, das darf nicht allzu laut sein. Ich hätte es halt gerne mal gehört. Machen ein paar eventuell, also zumindest habe ich es halt gelesen, selber habe ich es auch nicht ausprobiert. Aber man kann ja mal fragen. Vielleicht wissen die halt dann auch eher, die sind ja meistens dann nicht irgendwie auf irgendwie ein Fabrikat irgendwie aus, sondern die haben da halt mehrere, denen ist es dann egal, was sie dann halt verkaufen. Hauptsache sie haben irgendwas verkauft, die werden dann halt nicht sagen, ja, hier, der ist flüsterleise. Und es stimmt dann halt nicht, nur weil sie jetzt irgendwie ein Gerät haben, sondern die werden dann schon irgendwie das Passende rausfinden. Wie gesagt, die Kolbenkompressoren halt etwas teurer. Die ohne Öl gibt es auch schon irgendwie zwei Varianten, sollte man ein bisschen aufpassen. Einmal mit einem zusätzlichen Lufttank, wo halt Luft zwischengespeichert wird, und halt ohne, die ohne. Kann sein, dass die halt auch dauernd laufen, sprich, die können halt auch warm werden, zwar nicht so schnell wie jetzt diese Membranteile, aber trotzdem, die können sich halt auch irgendwann ausschalten. Insofern sollte man gucken, dass die immer noch einen Zusatztank halt da haben. Bringt auch auf jeden Fall was, wenn die halt so einen Kessel halt mit dabei haben, dass halt auch der Luftdruck gleichmäßig bleibt, also was immer läuft und immer nachpumpt, dann kann halt der Luftdruck an der Pistole ein bisschen schwanken, das ändert dann halt das Sprühbild und das will man halt auch nicht haben.
Ganz leise sind halt solche Dinger, wie jetzt hier steht. Das ist halt ein Kolbenkompressor mit Öl. Das Öl ist eigentlich dafür da, dass halt dieser Kolben geschmiert wird. Hat zur Folge, es gibt halt weniger Reibung. Das heißt, er bleibt eigentlich relativ kühl. Also ich habe jetzt nicht irgendwie angefasst und mir die Finger verbrannt oder sonst irgendwie was, aber er hat sich auch noch nie irgendwie ausgeschaltet und ich benutze das Teil halt schon irgendwie 2 Stunden. Wenn ich dann sprühe, läuft das Ding halt schon irgendwie 2 Stunden. Zwar nicht halt dauernd, aber läuft dann halt schon ein bisschen. Und außerdem halt durch die geringe Reibung ist halt auch die Lautstärke sehr, sehr gering. Also es ist wirklich vergleichbar mit einem Kühlschrank. Und im Prinzip ist ja in einem Kühlschrank, um halt das zu kühlen, eigentlich ja auch nur ein Kompressor drin, der halt die Luft dann halt ein bisschen hin und her verschiebt. Und es funktioniert eigentlich nach demselben Prinzip, nur dass es halt ein geschlossener Kreislauf. Der hier ist halt offen, hat den Nachteil, das Ding hier ist extrem schwer. Also ich habe es jetzt gerade mal nur wieder hier irgendwie rausgewuchtet. Das Ding hier ist 20 Kilo schwer, deswegen steht normalerweise halt unten am Tisch oder halt extra. Ich habe es jetzt halt extra hier hochgehoben, sonst wird man es eh nicht sehen. Und ja, also das schleppt man halt nicht irgendwie großartig rum. Wenn es irgendwo steht, dann soll es da auch stehen bleiben. Und ein weiterer Nachteil ist halt, ja, man muss halt gucken, dass da auch immer genügend Öl drin ist. Ölwechsel kann man machen, muss man nicht. Also einige in Foren sagen, die hätten ihre Geräte halt seit 10 Jahren und hätten nie irgendwie einen Ölwechsel gemacht. Deswegen, er verbraucht halt Öl, das Öl verdampft und geht halt in die Luft rein. Es kann auch sein, dass es sich halt hier im Kondenswasser immer ein bisschen Öl halt befindet. Insofern wird Öl schon verbraucht, sollte man halt gegebenenfalls mal nachkippen. Der hier ist jetzt knapp 2 Jahre alt, naja, anderthalb, und hat die jetzt erst zuletzt ein bisschen Öl nachgegeben von dem Öl, was eigentlich so bei der Lieferung dabei war. Also ich habe jetzt noch nichts extra kaufen müssen, sondern habe das noch verwendet, was überhaupt bei der Lieferung dabei war. Ja, wie leise das ist, kann ich euch mal zeigen. Ich mache den mal hier an. Ich muss erst mal hier gucken, ob zu ist. Nee, ist nicht, aber ich komme da auch gerade nicht so gut dran. So, jetzt ist zu. So, eingeschaltet. Und er baut Druck auf. Und ja, ich kann mich hier noch super unterhalten. Man hört ihn eigentlich so fast nicht. Deswegen, man hört zwar, dass da irgendwas läuft, aber es ist jetzt nicht irgendwie störend. Man ja, jagt jetzt nicht irgendwie den Nachbarn irgendwie aus dem Bett oder sonst irgendwie was. Das ist halt ein Ölkompressor. Wie gesagt, vergleichbar mit einem Kühlschrank von der Lautstärke her, wobei meiner jetzt noch fast eigentlich lauter ist wie das Teil. Und wenn halt der Luftdruck erreicht ist, den man halt haben will, schaltet sich das Gerät ab. Das heißt, er hat jetzt dann halt seinen Lufttank eigentlich gefüllt. Ich glaube, der ist jetzt hier oder da hinten. Ich weiß gar nicht, wo er sitzt. Ich glaube, hier vorne, hier ist ein bisschen Luft dann halt drin. Und ja, jetzt könnte ich dann halt anfangen zu sprühen. Und wenn halt der Kompressor merkt, mir geht jetzt so langsam die Puste aus, ich kriege den Luftdruck nicht mehr gehalten, fängt er halt an nachzupumpen. Also er läuft nicht ständig. Halt jetzt ein Membranteil würde jetzt halt die ganze Zeit halt laufen. So ein normaler Kolbenkompressor ohne Lufttank würde es halt auch tun. Aber halt alle, die irgendwie so einen Lufttank halt haben, die schalten sich dann irgendwie ab und warten, bis halt der Druck halt fällt und würden dann nachpumpen. Jo. So sieht es eigentlich aus. Den können wir eigentlich jetzt ausschalten. Ja, wie oft er halt anfängt nachzupumpen, ist halt davon abhängig, wie viel Luft man halt rauslässt.
ist natürlich klar. Ein bisschen verliert er so oder so an Luft, halt hier auch durch die ganzen Verbindungsstücke, wenn da halt nachher noch irgendwie ein Schlauch dran ist und oder an dem Schlauch dann noch irgendwie die Airbrush-Pistole dran ist, dann sind da halt auch, da verliert er halt auch ein bisschen Luft. Was auf jeden Fall noch wichtig ist, wenn ihr eine Airbrush halt kauft, wie gesagt, es sollte am besten einen Lufttank besitzen, muss allerdings nicht. Was wichtiger ist, ist, dass man halt hier den Luftdruck einstellen kann. Deswegen hier ist halt die Uhr und ich kann dann halt hier einstellen, wie viel Druck ich gerne halt hier hinten raus hätte. Deswegen bei mir steht er jetzt auf ja, knapp 10 PSI. Das sind ja, knapp ein Bar. Das reicht für mich. Also viel mehr braucht man da nicht drauf zu geben beim Modellbau. Deswegen sind jetzt auch keine Baumarktkompressoren, womit man irgendwelche Reifen oder sonst irgendwie was aufpumpt. Also so ein Bar reicht eigentlich, deswegen sollte man gucken, so ja, ein Bar bis 1,5 Bar, höher würde ich eigentlich fast gar nicht geben. Und das ist das, was er dann halt arbeitet. Zusätzlich zu dem Einstellen sollte auf jeden Fall noch so ein Wasserabscheider hier sein, das ist das Teil hier, was man halt auch hier so sieht, so, da sieht man es genauer. Ist halt, er pumpt ja natürlich hier einfach Luft dann halt rein, durch die Kompression kann es dann halt sein, dass dann halt, wie das halt so ist, Luft besteht ja aus mehreren Substanzen, mehr oder weniger, und dann kann sich natürlich auch Wasser bilden durch den Druck. Und der kann natürlich dann hier durch die Leitung halt wandern und halt in die Airbrush gelangen, würde halt auch das Druck oder halt das Airbrush-Bild irgendwie ein bisschen verschlechtern, dadurch, dass dann plötzlich irgendwelche Wassertropfen dann drauf sind, gerade wenn man keine wasserlöslichen Farben benutzt, dann hätte man dann an den Stellen nicht mal irgendwelche Farbe drauf, sondern halt nur Wasser. Bei wasserlöslichen Sachen ist es weniger schlimm, bei den Kolbenkompressoren mit Öl. Kann natürlich auch sein, dass da ein bisschen Öl reinkommt. Das ist natürlich auch nicht so toll. Aber bei so einem Wasserabscheider sammelt sich halt das Wasser und das Öl hier drin. Und man bekommt hier eigentlich richtige Luft halt raus. Ja, im Prinzip würde ich sagen, war es das. Wie gesagt, wer sich irgendwie fürs Airbrushen interessiert, kommt um so ein Teil hier nicht drum rum. Wer wirklich damit anfangen will, wie gesagt, Kompressor, einen öllosen, halt so 80, 90 Euro. Mit einem Drucktank sind es bei 120 Euro. Hier solche Kolbenkompressoren mit Öl, die sind etwa doppelt so teuer. Ich glaube, da fängt man dann irgendwie bei 250 bis 300 Euro irgendwo an. Ich weiß gar nicht, was er jetzt hier gekostet hat. Aber mir war es halt wichtig gewesen, dass er halt tatsächlich sehr, sehr leise ist, weil ja, Wohnungen mit irgendwelchen Leuten rechts und links neben einem, die will man jetzt auch nicht irgendwie um abends um 8 irgendwie bei sonst was irgendwie stören. Deswegen sollte der halt extrem leise sein. Deswegen hatte ich mir den auch so dann gekauft. Und bin eigentlich soweit zufrieden. Also im Prinzip könnte jetzt sogar noch hier irgendwie jemand daneben sitzen und immer noch Fernsehen gucken, ohne dass es irgendwie auffällt. Klar, bei mir wird es jetzt eher nicht der Fall sein, weil die Lüftung ist irgendwie lauter als das Teil und das ist das Einzige, was hier mehr oder weniger immer stört. Aber der Kompressor ist halt sehr, sehr leise. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie einfach in den Kommentaren oder sonst wo. Ich versuche die dann zu beantworten. Wie gesagt, so technisch kann ich dazu absolut gar keine Infos geben, wie was funktioniert.
ob man noch irgendwie drauf achten muss, von wegen Maximaldruck und Förderleistung. Das ist eigentlich fast alles nebensächlich, deswegen wir brauchen eigentlich keinen Riesendruck hier irgendwie drauf zu haben, sondern wie gesagt, da reichen 1 bar bis 1,5 bar und das schaffen eigentlich die meisten Kompressoren in kürzester Zeit irgendwie aufzubauen, dass man dann auch direkt loslegen kann. Insofern ist das mehr oder weniger wurscht. Gut, dann würde ich sagen, mache ich Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mit der Airbrush-Pistole. So als weiteres Vorstellung. Da gibt es auch noch ein paar Sachen zu beachten. Also bis dahin.